Hallo zusammen. Ja, diesen Kanal gibt es wirklich noch. Ihr habt euch nicht verklickt. Das ist das erste Video in diesem Jahr, was ich in dieser Art mache. Zumindest auf diesem Kanal. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal, bei dem es sich um Musik dreht und Techno-Musik der 90er Jahre und frühen 2000er. Wer da mal reinschalten will, ist natürlich auch herzlich willkommen. Ich bin da für jeden Klick und für jeden Kommentar dankbar. Der Link ist unten in der Beschreibung. Aber auf diesem Kanal wollte ich nicht mehr so viel machen. Ich habe mich dazu entschlossen, nur noch ausgewählte Filme bzw. ausgewählte Veröffentlichungen vorzustellen, die es richtig verdient haben. Und ich wollte jetzt nicht jeden x-beliebigen Film vorstellen, dazu ein Video machen. Es gibt genügend andere Kanäle, die tolle Editionen vorstellen, tolle Steelbooks vorstellen, zum Beispiel oder auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Hier gibt es jetzt seltener was und dann aber halt ein paar speziellere Sachen. Ja, dieses Mal habe ich mich dafür entschieden, ich kam gar nicht drum rum quasi. Ich bin total begeistert von einer Filmreihe, die erschienen ist, und zwar ist das die Steel Collection aus dem Hause Turbine. Ganz liebevolle Veröffentlichung, die nicht vielleicht jeden Geschmack treffen, halt ein bisschen spezieller sind. Filme, die jetzt keine Blockbuster sind, sondern echt schöne Klassiker. Und halt Filme, die es noch nicht gab, noch nicht als Veröffentlichung gab. Teilweise sind da sogar weltweite Blu-ray-Premieren bei. Die gibt es noch nicht mal in den USA oder in anderen Ländern. Und das finde ich echt toll, dass auch kleinere Filme, die leider etwas zu schnell vergessen werden oder vernachlässigt werden, genommen werden, liebevoll restauriert werden, extra Bonusmaterial dafür hergestellt wird sogar. Ja, und das macht das kleine Label aus Münster, Turbine, möglich. Die haben neben dieser Steel Collection natürlich auch schon andere Sachen veröffentlicht. Tolle Digipacks von zum Beispiel auch Texas Chainsaw Massacre 1 und 2. Oder die haben auch Malcolm mittendrin auf DVD endlich rausgebracht, wo Fans schon jahrelang drauf gewartet haben. Oder auch die Cartoons von Nickelodeon, so Sachen wie Ren and Stimpy zum Beispiel. Und auch zu In die Zukunft, die Zeichentrickserie, wird in diesem Jahr noch von Turbine auf DVD veröffentlicht, auch im Digipack. Auch eine tolle Sache, da bin ich auch schon überlegen, ob ich mir die irgendwann mal zulegen sollte. Ja, das sind halt Veröffentlichungen, die jetzt nicht diese großen Blockbuster-Qualitäten haben, aber wo man sich wirklich mal freut, die wieder zu sehen. Ja, wie gesagt, beim Bonusmaterial zum Beispiel oder auch bei der Bildaufbereitung wird sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da merkt man wirklich, dass es keine Ramschware ist, dass es nicht kein Schnellschuss ist. Da gibt es richtig große Labels, die die teuersten Blockbuster auf den Markt werfen und die voller Fehler sind. Ob es jetzt bei der Audiospur ist, ob es beim Bild ist, ob es beim Bonusmaterial ist, da stimmt dann vorne und hinten nichts. Und das sind dann richtig große Namen und richtig Top-Filme, die da rauskommen. Und dann funktioniert nichts. Und das geht einfach nicht. Und ja, ich will ja jetzt keine Namen nennen. Ja, und sowas macht Turbine halt nicht. Die bringen tolle Veröffentlichungen raus und ja, und da gebe ich gerne mein Geld voraus und ich werde euch die ersten Editionen jetzt gleich einzeln vorstellen. 6 an der Zahl sind es. Die Reihe wird weitergeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich schon 3 neue hier. Ich verrate noch nicht welche. Werde ich in einem anderen Video noch dann vorstellen. Eins ist noch vorbestellt und eins kommt im Oktober noch raus über Österreich. Wenn ich alle zusammen habe, werde ich dazu auch ein Video machen und werde bei Gefallen diesen Videos werde ich das zweite dann drehen. Ich hoffe, es gefällt euch oder es besteht Interesse überhaupt an diesen Blu-rays. Und dann mache ich natürlich auch ein zweites Video und stelle euch die anderen fünf Teile vor der Turbine Steel Collection, die noch erscheinen werden. Ja, ich rede schon bei viel zu lange. Das Video wird eh lang genug, da ich, wie gesagt, 6 Filme vorstelle. Etwas mehr gehe ich auf die Veröffentlichung ein als auf die Story. Ich versuche hier und da ein bisschen was dazu zu sagen, damit ihr euch ein kleines Bild auch vom Film machen könnt. Werde wahrscheinlich vielleicht hier und da etwas abschweifen. Deswegen macht euch schon mal auf eine knappe halbe Stunde gefasst. Da gehe ich jetzt mal schon von aus. Okay, dann viel Spaß. Den Auftakt macht direkt ein Meilenstein im Horrorgenre, und zwar ist das The Texas Chainsaw Massacre von Tobe Hooper aus dem Jahr 1974. Der dürfte wohl so jedem ein Begriff sein, der sich ein bisschen mit Film auseinandergesetzt hat. Ist wohl neben Evil Dead einer der meistdiskutiertesten Horrorfilme. Heute lockt er jetzt nicht unbedingt einen hinterm Ofen hervor, aber für die damalige Zeit hat er schon ordentlich gesessen.
wobei sich der Meister Horror da irgendwie auf psychologischer Ebene auch abspielt. Da ist man ja heutzutage ganz andere Klamotten gewohnt, spätestens seit Saw, Hostel und Konsorten, die in dem Wasser dann mitschwammen, dann hat man dann deutlich Härteres gesehen. Aber wahrscheinlich hätte es sowas ohne diesen Film alles nicht gegeben. Er hat damals mächtig Diskussionen ausgelöst, ist auch Ewigkeiten auf dem Index gestanden. Und vor einigen Jahren hat Turbine es geschafft, ihn vom Index runterzukriegen und hatte da schon mal eine tolle Version veröffentlicht, und zwar im Digipack. Da waren auch mehrere Discs, das habe ich auch noch hier, dieses Digipack. Klasse, da ist sogar noch ein Buch bei über die Zensurgeschichte. Da ist dann auch der Schriftwechsel mit den Behörden abgedruckt und mit geschwärzten Namen und auch irgendwelche Talkrunden zum Thema Texas Chainsaw und Indizierungen oder Beschlagnahmungen gibt es da. Sehr interessant alles. Und jetzt hier zum 40-jährigen Jubiläum hat Turbine diesen Film nochmal neu aufgelegt, in diesem schönen, ja, Metal Pack oder beziehungsweise Future Pack. Das sieht hervorragend aus, ist eine Mischung aus Matt und Hochglanz. Der Film selber ist in 4K gemastert, also nochmal eine Verbesserung zu der eh schon sehr guten ersten Blu-ray von Turbine. Ja, klasse Teil. War übrigens der letzte, den ich mir in dieser Kollektion noch zugelegt habe. Da musste ich noch ein bisschen gucken, dass ich da überhaupt noch drankomme, weil der ist auf 4000 Stück limitiert. Wir gucken mal kurz rein. Hier sehen wir schon, wir haben zwei Discs. Auf der ersten natürlich der Film, auf der zweiten Bonusmaterial. Hier haben wir auch noch Szenenmotiv als Hintergrund. Sieht alles auch sehr schön aus. Und wo ich gerade sagte, diese Future Packs, Metal Packs, Future Packs, wie auch immer. Ich habe jetzt in vielen Foren oder so gelesen, die kamen recht schlecht weg. Und in Hazard, die billige Steelbook-Variante, und da wurde schon gelästert, warum nicht im Steelbook. Ich muss echt sagen, das ist das genaue Gegenteil bei mir. Obwohl man hier diese Scharniere hat an der Seite, die viele bemängeln, das ist für mich gar kein Problem, weil die kommen wirklich wertiger rüber als so manches Steelbook. Ich habe Steelbooks mit welche, die ersten, die es waren, die waren auch noch richtig gut. Und dann habe ich aber auch welche, da wälzt sich fast das Blech, also da ist Luft drunter, die sind so dünn. Und hier hat man mindestens was in der Hand. Die Dinger sind schwer, die Drucke sind super. Es macht wirklich mehr her als ein normales Steelbook. Ich glaube, dafür muss man so ein Ding mal in der Hand gehabt haben. Also mir gefallen die Dinger hier auf jeden Fall besser und ich bin sehr froh, dass Turbine auf diese Metal Packs, Future Packs gesetzt hat und nicht wie jeder andere auf Steelbooks, weil davon gibt es wirklich mittlerweile mehr als genug und wirklich jeder Quatsch kommt mittlerweile im Steelbook raus und das ist in der Sammlung nichts Besonderes mehr, wenn Film XYZ auch im Steelbook kommt und wahrscheinlich auch noch im Mediabook in drei verschiedenen Cover-Variationen. Also da habe ich lieber so schöne Stücke hier im Schrank stehen, macht mehr her als ein popliges, schnödes Steelbook. Natürlich gibt es hier noch ein Backpaper, wo alle Informationen draufstehen, Bonusmaterial, wie gesagt, das ist richtig, richtig umfangreich. Angefangen von Audiokommentaren bis über eine Tour durchs Haus mit Gunnar Hansen, dem Darsteller des Leatherface. Also da bleibt wirklich kein Wunsch offen. Da hat Turbine sich richtig, richtig ins Zeug gelegt. Also das ist sehr löblich. Wenn man hier sieht, die Laufzeit des Bonusmaterials, 220 Minuten. Film geht 84. Wisst ihr Bescheid? Also das ist schon eine ordentliche Menge. Ja, limitiert war die Auflage auf 4000 Stück, was recht hoch ist in dieser Kollektion, aber da kommen wir später nochmal zu, dann seht ihr die anderen Auflagen, die andere Auflagenhöhe der anderen Filme. Ich habe hier Nummer 3756 und soweit ich weiß, waren, ich meine, die ersten 2000 von dieser 4000er Auflage waren so eine Collector's Edition mit Figur in so einem fetten Paket. Also gibt es von diesem reinen Future Pack hier, Metal Pack, wie auch immer, ich sage jetzt einfach Future Pack, gab es nur 2000 Stück ab 2001 bis 4000. Und ja, ich sag ja schon, ich war da ein bisschen spät dran. Es war der letzte, den ich mir aus dieser Kollektion, aus diesen ersten sechs Veröffentlichungen geholt habe. War ich ein bisschen spät dran, musste dann noch was Ausland ausweichen und deswegen habe ich wahrscheinlich auch eine dementsprechend hohe Nummer, aber ich bin halt froh, überhaupt noch einen gekriegt zu haben. So, das war der erste. Kommen wir direkt weiter. Zum zweiten, und so bin ich eigentlich reingekommen in diese Sammlung, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Auf jeden Fall der beste deutsche Film für mich. Und ich habe ihn vor kurzer Zeit, hatte ich ein paar Freunde hier, die von ein bisschen weiter wegkommen und die sagten, die kannten ihn noch nicht. Dann haben wir uns die DVD angeguckt. Ja, und wir haben hier mit vier Mann auf dem Boden gelegen.
Nicht, was ihr jetzt denkt, sondern vor Lachen. Und es war einfach ja großartig und einer meiner Freunde hat sich den auch direkt vorbestellt hier in diesem Turbinenstil, weil ich war davon schon am Schwärmen. Ich sage, oh, der kommt auf Blu-ray raus. Da hat man schon Bildvergleiche im Internet gesehen von der alten Blu-ray zur DVD. Und das war wirklich ein Quantensprung. Das ist auch hier in dem Bonusmaterial mit bei. Da sieht man, wie die alte DVD aussah und wie jetzt dieses neue gemasterte Bild aussieht. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und da kann man wirklich sehen, dass da was dran gemacht wurde. Und das ist wirklich, ich sag's gerne nochmal, das ist wirklich vorbildlich von Turbine, dass die da so sich ins Zeug legen. Und ja, man merkt halt, dass da Filmliebhaber am Werke sind. Dieses Future Pack hier ist übrigens noch geprägt. Die Schrift Bang Boom Bang ist komplett geprägt. Auch hier komplett in Hochglanz. Texas Chainsaw Massacre war halb matt, halb Hochglanz, was auch sehr gut aussah. Und hier halt durchgehend hochglänzend. Natürlich anfällig für Fingerabdrücke, aber wer Filme sammelt und auch Steelbooks oder Future Packs in der Sammlung hat, der hat natürlich Schutzhüllen und da kommen die gleich nach diesem Video auch wieder rein. Weil Fingerabdrücke drauf ist nicht wirklich schön. Muss man nicht haben, aber ich finde dieses Hochglanzfinish finde ich auf jeden Fall sehr gelungen bei dieser Edition. Es passt einfach. Ja, zu Bang Boom Bang selber, zum Film. Das ist für mich so die deutsche Antwort auf Pulp Fiction in Komödienform. Einen ganzen Haufen Darsteller von Ralf Richter, Oliver Kuritke, Martin Semmelrogge, Markus Knüpfgen, Alexandra Neldel, der ist hochkarätig besetzt und das macht einfach nur Spaß, den zu gucken. Regisseur Peter Torwart hat den gedreht, einfach nur genial. Und vor allem hervorzuheben ist hier Dieter Krebs, der unvergessliche Dieter Krebs, der hier seine letzte Rolle hat. Und ja, da hat er sich, glaube ich, einen echten Denkmal mitgesetzt. Das ist einfach nur toll. Ja, Sprüche, die kann man gar nicht alle wiedergeben, also das muss man den Film sehen. Die gehen auch echt in den Alltagsgebrauch über, kann ich nur sagen. Das kenne ich aus Erfahrung und ja, es macht einfach Spaß. So, also haben wir die Disc auch wieder mit ganz viel Bonusmaterial. Hier auch ein Szenenfoto als Hintergrund. Hinten drauf ein bisschen Staub drauf. Ein Spruch aus dem Film, alles auf Horst. Wer den Film kennt, weiß, was gemeint ist und wird wahrscheinlich direkt schmunzeln. Das sind alles so Begriffe, die im Film auftauchen, die ja mittlerweile Kult geworden sind. Und ja, wer den Film noch nicht kennt, unbedingt mal anschauen und vor allem in dieser Qualität. Wie gesagt, zur DVD, die kann ich langsam einmotten, die ist wirklich, die wird wahrscheinlich nie mehr im Player landen. Auch hier wieder dieses Backpaper. Hier haben wir eine Auflage auch von 5.000 sogar. Okay, war mir jetzt nicht mehr bewusst. Ich dachte, 4.000 wäre die höchste gewesen. Da habe ich dann eine recht niedrige Nummer, 754. Bonusmaterial 140 Minuten, Film dauert 108 Minuten. Auch richtig, richtig viel bei. Der Audiokommentar von Peter Torwart und Ralf Richter, den kann ich sehr empfehlen, der ist sehr interessant und vor allem sehr lustig. Ja, ein alternatives Ende gibt es noch, Interview, Entfernt-Szenen, hinter den Kulissen, das Musikvideo von den H-Blocks, Time of My Life, Bombensong, der passt echt hier richtig, richtig gut zum Film. Ja, der Einspieler eingelocht, ja, von Frankies Videopower, auch richtig gut. Den Kurzfilm von Peter Torwart, Mafia Pizza Razzia, der ist auch mit bei. Ja, also hier bleibt echt, hier ist mein ganzen Abend mit beschäftigt, leider das Bonusmaterial zu gucken. Also ich habe mir den Film an einem Abend nochmal angeguckt, nochmal vom Blu-ray, also den könnte ich sowieso jede Woche gucken. Und am anderen Abend habe ich dann wirklich mir das ganze Bonusmaterial mal vorgenommen. Also Film nochmal mit Audiokommentar, richtig gut gelacht. Und danach das ganze Bonusmaterial. Also das ist wirklich, das haut richtig rein und macht einfach nur Spaß. Also wer den Film noch nicht kennt, selbst wenn ihr mit deutschen Filmen nicht so viel anfangen könnt, guckt ihn euch an, er lohnt sich. Und wo wir gerade bei Peter Torwart waren, machen wir auch direkt weiter mit Peter Torwart. Und zwar nach Bang Boom Bang kam Was nicht passt, wird passend gemacht. Dürfte vielen auch ein Begriff sein, hat auch noch eine Fernsehserie nach sich gezogen, die 2 Staffeln lang ging. Aber größtenteils neue Darsteller hatte, also bis auf Ralf Richter eigentlich komplett neue Darsteller. War weniger lustig. Film ist auch sehr gut, kommt meiner Meinung nach nicht an Bang Boom Bang ran, aber der hat auch diesen typischen Ruhrpott-Charme und macht auch mächtig Laune. Geht halt um ein paar durchgeknallte Bauarbeiter, die mit einem Bauprojekt sind und dann haben sie keine Kohle mehr, dann haben die noch einen Schwarzarbeiter da, der vom Gerüst abschmiert und dann müssen sie die Leiche verstecken und ja, also es geht auch drunter und drüber,
am Ende ein bisschen, finde ich, zu weit drüber, aber das ist Geschmackssache. Ist ein super Film. Peter Torwart spielt auch hier eine der Hauptrollen, den Studenten, der ja, sein Praktikum am Bau macht. Also kann ich aber auch sehr empfehlen. Aber wenn man vorher Bam Bum Bang geguckt hat, wird man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Auch hier wieder ein Szenenfoto mit den Charakteren als Hintergrund. Hinten Ralf Richters Helm alias Kalle. Des Malochers einziger Sonnenschein ist und besoffen sein. Klar. Dann haben wir hier auch das Backpaper. Die Auflage ist auf 2000 Stück limitiert, wie man sehen kann. Und da war ich besonders happy, als ich da im Laden stand und auch mein Geburtsjahr da entdeckt habe. 1979. Da habe ich gedacht, da kannst du nicht dran vorbeigehen, den musst du sofort mitnehmen. Das finde ich richtig klasse. Ja, hier bei 90 Minuten Bonusmaterial ist auch richtig gut. Der Kurzfilm, worauf dieser Spielfilm eigentlich basiert, was nicht passt, wird passend gemacht, ist hier mit bei. Eine Set-Tour mit Hilmi Sülzer, sehr interessant. Also da wird wirklich mit jedem gesprochen, vom Kabelträger über den Caterer bis hin zum Kameramann und den Darstellern. Also das ist richtig, richtig interessant. Auch der Audiokommentar wieder mit Peter Torwart und Ralf Richter. Sowas macht immer Spaß. Ja, auch ein Musikclip dabei und auch ein Bildvergleich von der alten DVD hier zur Neuauflage auf Blu-ray. Ja, auch ein klasse Teil und das war halt die Nummer 3 in der Turbine Steel Collection. Nummer 4, weil deutsche Filme so gut sind, machen wir gleich weiter. Da haben wir Didi der Doppelgänger. Ja, Dieter Hallervorden im Moment ja schwer im Gespräch, nicht nur, weil er gerade erst 80 Jahre jung geworden ist, sondern auch natürlich durch den immensen Erfolg Honig im Kopf von Til Schweiger. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Honig im Kopf. Ich habe ihn kürzlich erst gesehen. Im Kino habe ich ihn nicht gesehen, aber jetzt auf Blu-ray habe ich ihn gesehen. Und ja, er ist wirklich so gut, wie alle sagen. Also ich war schwer begeistert. Also Schweiger, man mag von ihm halten, was man will, aber er macht einfach Bombenfilme. Er hat's echt drauf. Also er weiß, wie er das zu filmen hat, welche Filter da benutzt, wenn das sind echt alles warme Farben, tolle Kulissen, auch tolle Aussichten irgendwie und Landschaften. Ja, und vor allem die Darsteller, dass er seine Töchter damit reinbringt, gut, kann man irgendwie verstehen, wobei die eine mehr kann als die andere. Und zwar die kleine Tochter hier aus Honig im Kopf, Emma Schweiger, die hat mal richtig das Zeug, richtig eine große Schauspielerin zu werden, weil die spielt es einfach glaubwürdig, die spielt es super und die Chemie zwischen ihr und Hallervorden stimmt einfach. Und er ist auch richtig großartig in Honig im Kopf. Hätte ich nicht gedacht, ich habe gedacht, ja, okay, der wird jetzt so hochgelobt in der Presse. Nee, es ist wirklich klasse. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt, irgendwie mit dem Thema Alzheimer oder Demenz. Ich habe es früher, ich habe meinen Zivildienst im Altenheim gemacht und habe auch Lehrgänge über Demenz und Alzheimer besucht. Und das ist wirklich extrem nah dran, wie er das spielt. Also er ist ja dafür bekannt, sich akribisch vorzubereiten. Und das hat er hier wohl auch gemacht, weil sonst wäre nicht so ein Ergebnis daraus gekommen. Auf jeden Fall ein Top-Film. Aber um nicht schon wieder abzuschweifen, wie ich es so gerne mal mache, hier geht es um ja, Hallervordens alter Ego oder besser gesagt seine Kunstfigur Didi, mit der er berühmt geworden ist in den, ja, in den 70ern schon. Da gab es ja schon Nonstop Nonsense und so, war damals ein richtiger Gassenhauer. Und ja, natürlich musste nach dem Erfolg der Sketchshow natürlich auch Kinofilm her, beziehungsweise gleich mehrere. Und einer von diesen ist Didi der Doppelgänger. Da spielt er, wie man schon erkennen kann und auch am Titel erkennen kann, eine Doppelrolle. Und zwar einmal einen richtig ja, harten Geschäftsmann, einen Firmenchef, ein richtiges Arschloch eigentlich, dem Menschen scheißegal sind, ja, und einmal einen gutmütigen Kneipenwirt, ja, der einfach so in den Tag hineinlebt und das wird dann sehr turbulent, wie es früher in halt so Komödien Standard war. Ne? Das ist die Story ist natürlich ist nix Großes, passt theoretisch auf den Bierdeckel, aber es ist halt nett gemacht und vor allem für, sag mal, Leute, die ja in den 80ern groß geworden sind, so wie ich, da ist es natürlich eine super Kindheitserinnerung, diese Filme mal wieder zu sehen, auch in einer super Qualität. Also ich war echt begeistert für so einen alten Film, der ja mit wenig Mitteln eigentlich gedreht wurde. Da echt Daumen hoch. Dann haben wir hier den Hauptfilm. Und hier haben wir die Soundtrack-CD. Auch eine sehr schöne Idee von Turbine, den Soundtrack mit reinzupacken. Ich habe mir tatsächlich noch nicht angehört, wenn ich ehrlich bin. Weil Hallervordens Gesang, naja, das sieht man auch schon im Bonusmaterial, wenn er singt. Da ist nämlich ein Ausschnitt auch von Wetten, dass bei, wie er aufgetreten ist mit Frank Elstner noch.
Außerdem ist noch komplett dabei die Sendung heute Abend von 1984 mit Joachim Fuchsberger. Das war jetzt lief vor kurzem ein Special zu seinem 80. Geburtstag Hallervorden. Und da waren Ausschnitte daraus zu sehen. Die komplette Sendung heute Abend mit Fuchsberger ist halt hier auf der Blu-ray mit drauf. Sehr interessant, habe ich mir auch komplett angeguckt. Hier auch nochmal ein altes Kinomotiv. Den gibt's nur zweimal. Ja, es ist, macht unglaublich viel Spaß. Die Dialoge auch. Man merkt, da hat man sich Gedanken gemacht, da beim Schreiben schon, da sind gute Ideen bei, da sind gute Gags bei, aber natürlich auch viel Klamauk. Ich sag mal, die heutige Jugend, wenn die sich den Film angucken, die werden wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, was haben die in den 80ern damals für eine Scheiße geguckt? Dazu lasst euch aber mal gesagt sein, eure Komödien von heute sind auch nicht besser, wo jeder Gag dreimal erklärt werden muss. Und wenn ich mir 2 Stunden lang so ein Mario Barth da angucken muss, hier, kennst du, der wie so ein angeschossenes Eichhörnchen über die Bühne flitzt, also da renne ich nachher auch mit dem Kopf gegen eine Mauer, und zwar freiwillig. Deswegen, das nimmt sich nicht viel. Also hier wird wirklich, hier wechselt sich Klamauk ab mit etwas leiserem Humor, der so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, war halt ein Riesenhit damals, 1984, dieser Film. Der ist auf nur 1000 Stück limitiert. Da habe ich die Nummer 767. Bonusmaterial, super interessant auch. Ein Audiokommentar, der hier extra gemacht wurde. Das ist auch, da sieht man schon während des Audiokommentars, wenn Hallervorden ankommt und sich kleine Privatgespräche führt mit dem Produzenten, die sich anscheinend lange nicht mehr gesehen haben, mit dem Autoren Hartmann Schmiege und dem Produzenten Wolf Bauer. Und als Gastkommentator dann auch noch mit in der Runde dabei, Peter Torwart, Regisseur halt von Bang Boom Bang und Was nicht passt, wird passend gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Also so viel Bonusmaterial drauf zu packen, ist ein Oberknaller. Und da lohnt sich wirklich der Blick. Auch wenn man sonst nicht viel im Bonusmaterial reinschaut, hier lohnt es sich richtig. Und ja, machen wir direkt weiter. Didi und die Rache der Enterbten. Auch hier ein tolles Motiv, auch natürlich wieder Hochglanz. Schön gemaltes Motiv, ich mag dieses, ich habe es im früheren Video schon mal gesagt, ich mag es einfach, diese alten gemalten Cover, die nicht so nach Photoshop aussehen. Und ich glaube, den Jungs und Mädels bei Turbine, denen geht's ähnlich, denn sonst, anders könnte ich es mir nicht erklären. Also die Cover sind wirklich super und ja, wie gesagt, das Hochglanzfinish, das unterstreicht das Ganze noch, das macht es echt noch ein bisschen edler. Ja, hier ist natürlich auch wieder ähnlich wie schon Didi der Doppelgänger, Chaos-Komödie, Slapstick-Komödie, so wie man Didi halt mag, turbulente Szenen und alberner Slapstick-Humor einfach. Also das sind echt Filme für Nostalgiker, für Freunde der 80er, die halt mit aufgewachsen sind, und es macht Spaß zuzusehen und man ist 90 Minuten echt mal komplett woanders, und das ist einfach mal wieder schön. Hier hinten haben wir noch die einzelnen Charaktere, die Dieter Hallervorden da spielt. 7 an der Zahl, was auch schon echt eine Leistung ist, jedem die einzelnen Charakterzüge zu geben. Das macht richtig Spaß. Und hier ist auch das Bonusmaterial, wie bei den anderen Filmen, wieder richtig super. Auch wieder auf 1000 Stück limitiert, Nummer 675. Was haben wir denn hier? Ein Audiokommentar auch wieder von Dieter Hallervorden. Mit dem Theo in der Tonne Darsteller, Harald Effenberg, ist auch richtig gut, der Typ. Also wenn der kommt und in die Mülltonne steigt, also das ist einfach schöner Humor, das macht echt Spaß. Hier ist auch wieder ein Gastkommentator mit dabei, und zwar der Lambok-Regisseur Christian Zübert. Lambok, auch ein toller deutscher Film, mit Moritz Bleibtreu, kann ich auch nur empfehlen. Ja, und hier sind auch noch die ersten beiden Folgen von Dieter Hallervordens TV-Serie Selleriesalat und Gitterspeise mit dabei. Auch sehr gut. Also das, ich weiß nicht, wer es von früher noch kennt. Ich habe es früher auch mal im Fernsehen, ist von 83, gut, da war ich 4. Aber es gab ja öfter mal Wiederholungen, und wer das noch nicht gesehen hat, ist auch toll. Der Film ist halt von 85, kam nach Didi der Doppelgänger und macht genauso viel Spaß. Dann wird's, wie gesagt, das eine oder andere Mal die Hände beim Kopf zusammenschlagen und denken, ach je, aber das ist, es macht trotzdem Spaß. Das kann man nicht anders sagen. So, und den letzten Film in der Reihe bisher bildet Unforgettable. Das ist ein Astraner Psycho-Thriller mit Ray Liotta. Da sah Ray Liotta noch einigermaßen gut aus und nicht so, als hätte er 2 Wochen mit dem Gesicht nach unten im See gelegen.
Also das war noch zu seinen Hochzeiten, bevor er, sag ich mal, so in die ordentliche B-Schiene oder Gastdarstellerrolle abgerutscht ist. Der macht richtig Spaß, der Film. Der ist früher, glaube ich, schon 96 ist er, glaube ich, der ist komplett an mir vorbeigegangen irgendwie. Keine Ahnung warum. Obwohl ich eigentlich ein großer Thriller-Freund bin, hatte ich den irgendwie nie so auf dem Schirm. Und ja, und der ist, soweit ich weiß, auch hier eine Blu-ray-Premiere von Turbine. Und der macht auch richtig Spaß. Er ist ein etwas anderer Thriller. Der hat mal einen etwas anderen Plot. Das ist natürlich auch eine Mörderjagd, aber die ist etwas, ja, etwas anders als die meisten 0815 Psycho-Thriller. Hier habe ich auch lange überlegt, was dieses Motiv sein sollte. Wenn man den Film sieht, dann macht es irgendwie Sinn, es ist eine Spritze. Ich kann es ja mal verraten. Es ist eine Spritze, falls man es nicht sofort erkennt. Ich habe es nicht sofort erkannt. Aber der ist auch richtig gut und auch richtig spannend. Und das Bild ist auch wieder top. Kann man nicht anders sagen. Sehr guter Film, sehr guter Thriller. Der ist limitiert auf 2000 Stück wiederum. Ja, ist vom Regisseur von Dexter und Joyride, Spritztour, John Dahl. Kann ich nur empfehlen. Linda Fiorentino spielt auch noch mit. Peter Coyote spielt noch mit. Ja, packend und faszinierend hat die New York Post geschrieben. Ja, packend, faszinierend, packend, ja, faszinierend. Es ist halt ein Thriller, also er findet das Rad jetzt nicht neu. Aber ich würde mir jederzeit wieder angucken und bereue auch den Kauf nicht. Also so viel kann man schon mal sagen. Das ist ein toller Film und das war die Nummer 6 der Turbine Steel Collection. Ja, meine Lieben, das war's. Das waren die ersten 6 Veröffentlichungen der Turbine Steel Collection. Ich hoffe, für euch ist was dabei, es gefällt euch. Lasst es mich gerne wissen. Ich diskutiere oder rede natürlich gerne mit euch. Unten könnt ihr mir gerne Kommentare hinterlassen. Ja, das war's an dieser Stelle schon von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ich euch die nächsten 5 Teile hoffentlich vorstellen kann. Ja, bis dahin, viel Spaß beim Schauen. Bis demnächst.